Overland rocks. 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 Das Leiteln, 10. Folge Overland Rocks. Heute mit dem Sandro Neurauter und Marcel Schretter. Servus, Männer. Hallo, grüß euch. Servus, hi, Marco. Wie geht's euch? Sehr gut, tadellos. Ja, alles bestens. Alles bestens, das klingt gut. Ja, vielleicht stellt euch kurz einmal vor, damit die Leute wissen, wie wir es zu sehen haben. Hallo, grüß euch. Schretter Marcel. Früher beim FC Bocher gespielt. Mittlerweile spiele ich in Delfs zum Ausklingen lassen. Mittlerweile bin ich sozusagen fast in Frühpension, aber noch fühle ich mich fit und deswegen werde ich in Delfs noch 2-3 Saisonen dazuhängen. Alles klar. Ja, grüß euch Leitl, Neurauter Sandro. Meine Wurzeln haben begonnen in Tarrenz, bin dann beim SC Imst. Habe dann einige Zeit beim SC Imst gespielt. Mittlerweile spiele ich bei Wattens. Ja, und so kann es weitergehen. Tipptopp. Wir stehen da im Teil von Heimat, der Heimverein von dir. Du spielst jetzt bei Delfs, gell? Ja. Was ist deine Funktion bei Delfs? Bist du Spieler, Trainer oder Mentor vielleicht auch ein bisschen, oder? Hat man eigentlich so in der Richtung? Ja, natürlich in erster Linie mal, dass ich den Jungen ein bisschen weiterhelfen kann. Wir haben eine ganz junge Truppen. Wir haben eine sehr starke Truppen. Wenn man gesehen hat, letztes Jahr sind wir Vizemeister geworden. Mhm. Und deswegen sage ich, oder heuer, in der Tirolerliga, letztes Jahr sage ich heuer. Mhm. Echt eine lässige Saison gewesen und die Funktion von mir ist so spielender Co-Trainer und ich muss sagen, aber in erster Linie brauche ich da im Werner nicht viel unterstützen, der ist einfach ein Wahnsinn. Trainerwerbung auch nicht gemacht, super. Ja, wir haben gesagt, ihr seid geworden Zweiter, kurz, also 3 Punkte hinter Kitz. Letztes Spiel noch ein Kantersieg gehabt gegen Völs, 1-9, oder? Ja. Ist natürlich lässig, die Saison so ausklingen lassen, gell? Noch 2-3 noch. Wie ist es bei euch gelaufen heuer? Ja, das haben glaube ich eh ein paar mitgekriegt, wir sind Fünfter geworden. Mhm. 3 Punkte hinter dem Wacker, haben 3-mal das Derby gewonnen. Haben uns nicht viele zutraut, dass wir so gut in der Tabelle dastehen, weil wir vor der Saison doch als eigentlich Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt worden sind. Mhm. Haben aber tolle Moral bewiesen und stehen zu Recht da, wo wir jetzt zum Schluss auch gestanden sind, meiner Meinung nach. Okay. Stimmst du denn bei, oder? Stimme ich total bei. Also ich muss sagen, durch das, dass ich mit Sandro schon Wattens zusammengespielt habe, muss ich sagen, also sie haben eine sensationelle Saison gespielt. Mhm. Alle zusammen, die ganze Mannschaft, Trainer hat einen super Job gemacht, muss echt sagen, sie sind zu Recht da oben. Mhm. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen näher ein in deine Karrierestationen, wo du überall warst und so. Vielleicht, dass wir es kurz einmal erzählst. Ja, angefangen habe ich in Delfs da, also in der Jugend habe ich von klein auf bis zum Schluss also in Delfs gespielt. Also ich habe nicht die übliche Schiene durchgemacht, BNZ, LAZ und so weiter. Ja. Das habe ich alles nicht durchgemacht. Ich bin immer in Delfs geblieben und man sieht, es geht auch in dem Weg. Und dann haben wir ein Spiel da gehabt, Streiter Michel zuschauen gewesen und der Westertaler Gischi, den habe ich dort einmal gut kennt, der ist ein Zuschauer gewesen und da habe ich 3 Tore geschossen, haben wir 3-0 gewonnen und dann hat er mich gleich zu einem Probetraining nach Wattensoi eingeladen und dann ist das eigentlich im Weg gegangen, dann bin ich eigentlich, dann haben sie mich unten gleich genommen, bin ich Wattensoi gewesen, ein halbes Jahr drauf hat es den Crash von FC Tirol gegeben, dann hat es geheißen, wir waren so wie so ein Satellitenclub, wir haben bei uns hat es geheißen, die jungen Spieler spielen in Wattens unten und die warten dann auf die Chance, bis sie dann zu den FC Tirol kommen. Okay. Aber war das für Liga damals in Wattens? Das war in Liga Regionalliga war das. Das war die Regionalliga war das. Mhm. War echt lässig zum Spielen und so weiter. Da haben wir ein halbes Jahr gespielt. Auf einmal hat es geheißen, so Jungs, ihr seid jetzt der neue FC Woche Innsbruck. Sind wir sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Ja, ist stark, oder? Ja, ist stark, aber es ist da, andererseits war es auch lässig. Ja. Wir sind dann übersiedelt ins Tivoli-Stadion. Mhm. Und es war Wahnsinn. Mein erstes Spiel vor 8000 Zuschauern gegen Kundl. Das war ich noch in der Regionalliga, haben wir angefangen. Mhm. Mit dem neu gegründeten FC Wacker Innsbruck, FC Wacker Tirol hat es dort noch geheißen. Und war mega, muss ich echt sagen, war mega. Vor 8000 Zuschauern, ich habe mir zwar ein bisschen in die Hose geschissen, weil da in Emmer, da sind 500 Zuschauer gewesen. Und da unten waren 8000 auf einmal. Ja. Und in Relegationsspiel zum Schluss nachher, wo wir Erster gewesen sind, da waren dann überhaupt 14.000. Boah. Das war dann ein Wahnsinn. Ja. Also es war wirklich, der Werdegang war schon lässig, war schon echt lässig. Und dann habe ich sozusagen 13, 14 Jahre bei Wacker gespielt und dann bin ich zu Austria Lustenau.
2 Jahre bei Australustern, waren auch nochmal 2 wunderschöne Jahre da außen, muss ich sagen. Die haben mich total gut aufgenommen da außen, in Ländle außen, muss ich echt sagen. Die Sprache, die verstand man halt keinen, das am Anfang, das war ein Wahnsinn, ja. Aber es war echt lässig, es war echt, die Leute waren da außen total familiär, extrem, extrem lässig, total cool. Und dann bin ich zu Wartens gekommen, da ist dann der Sandro dabei gewesen. Und mit Wartens muss ich auch sagen, das war auch nochmal. Zum Schluss ist das letzte Jahr, wo ich, bevor ich gesagt habe, so, jetzt ist ein Schnitt in mein Ding, muss ich echt sagen, war echt. Eine lässige Zeit im Wartens. Und da sind wir noch aufgestiegen, genau das, was wir erreichen wollten, Cupsieger aufgestiegen. Relegation haben wir nicht mehr gebraucht, weil ja, das ist dann irgendwas gewesen, aber in Relegation hat man es. Das war doch das Jahr, wo es keine gebraucht hat. Nein, da haben wir sie keine gebraucht, aber ich sage, in der Relegation hat man es auch weggeschossen. Also, ich denke, weil beim ersten Spiel haben wir gesehen, da haben sie beim ersten Spiel gegen Blau-Weiß Linz 3-0 gewonnen und deswegen sage ich, ich glaube, war kein Thema gewesen. Aber trotzdem war echt eine geile Zeit, muss ich echt sagen. Und vielleicht ein oder andere hätte ich mir machen können, dass ich vielleicht einmal, weil ich ein Angebot von Ausland gehabt oder Austria Wien oder Rapid Wien, das hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber ich war Patriot, ich wollte immer in Innsbruck bleiben. Okay. Deswegen war es echt cool. Ich glaube, die Fans haben es gedacht und glaube ich allen noch. Super. Passt gut, wohl, tadellos. Und jetzt in Delfs. Und jetzt in Delfs lasse ich es jetzt ausklingen. Mein Heimatverein, mein Herzverein, das ist echt klar. Da wo ich aufgewachsen bin in den Verein, und da lasse ich es jetzt ausklingen. Meine Buben kommen jetzt auch schon langsam. Ich habe schon gesagt, vielleicht schaffe ich es noch, dass ich mit dem Großen noch vielleicht gerade mal, dass ich mal. Aber ist jetzt ein bisschen ein Wunschdenken von mir, aber ja, werden wir sehen. Körperlich fühle ich mich noch fit und deswegen bin ich froh, dass ich in die Delfs noch weiterhelfen kann. Super, danke dir. Was man nicht vergessen darf, du hast 257 Spiele gemacht für Wacker, 51 Tore geschossen. Wahnsinn. Ja, sag ich mal. Guter Schnitt, glaube ich. Vor allen Dingen warst du ja jetzt erst Verteidiger, oder? Oder Mittelfeldspieler, sage ich so. Mittelfeldspieler, ja, eben. Der hat mich zuerst durch das, dass ich, da hat sich da mal einer wehrtun auf der linken Seite. Und dann hat mich der Streiter mich gefragt, ob ich nicht auf dem Flügel spielen kann. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann es mal probieren. Und das ist mir dann ein paar Jahre geblieben. Ja. Aber im Endeffekt war immer meine Position Stürmer. Das ist allem so. Und das spiele ich jetzt in Delfs auch wieder. Hast du früher auch schon Stürmer gespielt, oder? Früher in Nachwuchs war auch Mittelfeld und Stürmer gespielt. Auch so ein paar die Positionen. Aber das war. Ja, meine Position ist halb Stürmer. Ich bin halb einer, der was Tore schießen will. Das ist, weiß ich, keine Ahnung. Das ist meine Leidenschaft. Ja, auf das bin ich am geil und deswegen. Super. Sandra, kommen wir zu dir. Was hast du so für einen Werdegang gehabt? Ja, bei mir war es eigentlich so ähnlich wie beim Schretti. Ich habe das Fußballspielen habe ich angefangen in Tarrens, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Bin dann nach Imst gewechselt oder halt nach Imst gegangen, weil mein Papa eben in Imst Haus gebaut hat. Habe da diverse Nachwuchsmannschaften durchlaufen und bin dann eben in die Tiroler Fußballverbandschiene eingestiegen, das heißt ABS, LAZ. Bin dann, also das, was er nicht gemacht hat, hast du quasi. Ja, zum Teil eben. Ich bin dann vom LAZ ins BNZ gekommen, war dort ein Jahr, habe dann aus diversen Gründen ich gesagt, nein, ich lasse es. Habe dann eine Lehre als Elektriker angefangen, habe beim SC Imst gespielt, 5-6 Jahre lang. Kurzer Ausritt zur Union Innsbruck in die Regionalliga, weil es für mich dazu mal eine einmalige Geschichte war. Ich war 18 Jahre, habe dann ein Angebot vom Regionalligisten gekriegt. Es war für Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen halt. Bin dorthin, bin dann hingewechselt. Habe dann aber müssen nach einem halben Jahr eben wieder zurück zu Imst aus. Ja, bin dann zu Zivildienst gekommen, habe andere Arbeitszeiten gehabt, die sich einfach immer ausgegangen. Ja, habe dann wieder 4-5 Jahre in Imst gespielt. Ja, wir haben auch lässige Erfolge gehabt, dort mal unter dem Chatty. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass mir ein Kollege von Wattens angerufen hat. Sie taten einen Verteidiger brauchen und ja, ob ich Lust habe, zu Wattens zu wechseln. Was war das nachher, wenn es auch schon Weihnachten und Dings halt kam? Ja, das. Das war dann, ja, das. Ich meine, das war jetzt erst die zweite Mannschaft, muss man sagen. Ja, genau, ich bin da in die Tiroler Liga gewechselt. Ich habe dort schon einige gekannt. Eben in Immerfall Simim, der hat das, mit dem habe ich das ein bisschen eingefädelt. Wie gesagt, ich bin dort hingewechselt und habe dann ein halbes Jahr in der Tiroler Liga gespielt. Unter anderem auch einmal habe ich mit dem Schretti zusammenspielen. Ja, und ich habe immer als eingekaut, ich bin ein bisschen ein beißer Typ und ja, habe dann eben vor der WSG Wattens die Chance gekriegt, in die erste zu kommen und. Ja, seitdem bin ich eben in der ersten und glaube ich, mache meinen Job nicht so schlecht. Darf ich auch sagen, ja. Ja, was ich noch einwerfen will, in der Zukunft wird es so sein, glaube ich, dass ich dann sage, boah, mit denen habe ich mal zusammengespielt. Wenn ich ins andere im Fernsehen sehe, dann werden wir sagen, boah, bist du einfach mit denen nicht mehr zusammenspielen dürfen, da sage ich das noch. Ja, das habe ich zu ihm auch schon gesagt, mir ist schräg vorgekommen, ich kenne ihn ja von der Tiroler Liga von Imst noch. Siehst du das erste Mal im ORF, oder? Ja. Ich sage, es gibt ja nicht, oder? Nein, Kamera zu, ob ich gesund, richtig lässig, oder? Ja, das ist schon was anderes. Ja. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau, einen richtigen Werdegang gemacht und so gehört es. Das ist ein Beißer gewesen, und ist eine brutale Maschine. Und deswegen
extremer harter Verteidiger. Also ich als Stürmer, sehe es nicht gern gegen so einen Verteidiger spielen. Mhm. Ja. Ich kann das eigentlich gleich zurückgeben. Ich weiß noch, ich bin früher mit dem Papa bin im Tivoli-Stadion unten gesessen, habe mit dem Schretti auf die Füße geschaut und habe mir gedacht, immer als kleiner Paar, das war mein Traum, dort einmal zu spielen. Und ja, ich habe oft mit dem Papa über den Schretti daheim geredet. Und ja, dass ich natürlich nachher mal mit dem Schretti zusammenspielen darf, das war für mich so, auch schon wieder ein kleiner Höhepunkt. Jetzt darfst du sogar ein Interview machen mit mir. Ja, jetzt darf ich ein Interview machen. Und ich hab noch eine lustige Geschichte zum Erzählen. Ich weiß nicht, ob es der Marcel noch weiß, aber wir haben mal mit der U15 in Imst haben wir da in Tels Heimturnier gespielt und der Schretti hat mich zum besten Spieler gekürt. Okay. Und hat mir dann so ins Ohr geflüstert, der vielleicht sehen wir uns ja irgendwann einmal. Und ja. Weißt du das noch? Ja, freilich weiß ich das noch. Sonst hat er sich ins Ohr geflüstert, aber ja. So war es. Er ist allem schon rausgestochen und deswegen, da hast du einfach das Potenzial gesehen. Und ja, Gott sei Dank haben sie das auch überall gesehen. Mhm. Innsbruck haben sie zwar nicht gesehen, aber Wartens hat es gesehen und deswegen ist er es da, wo er ist. Ja. Super. Und wird sicher einen Werdegang noch machen. Tipptopp. Cool, danke für die ausführlichen Erklärungen. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen konkreter in das ganze Trainingsumfeld. Wie schaut denn das aus? Ich meine, jetzt bei Verteilst, du bist jetzt in der Tiroler Liga. Das wird jetzt sicher nicht mehr so sein wie im Profibereich, sage ich jetzt einmal, oder? Nein, wir trainieren jetzt nicht mehr jeden Tag, weil im Profibereich trainierst du jeden Tag. Mhm. Und überhaupt in der Vorbereitung, da trainierst du jeden Tag zweimal fast immer. Das ist schon extrem zart. Sicher. Bei mir ist es so, ich gehe jetzt arbeiten, ich arbeite beim Intersport in Völsund und da muss ich echt sagen, tadellos, passt mir gut. Und da in Delft trainieren wir dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Am Wochenende spiele ich halt, in der Vorbereitungsspiele auch. Und ich muss echt sagen, es passt mir gut. Es ist so zum Ding. Ist zwar extrem, am Anfang war es für mich eine extreme Umstellung, weil natürlich seit 17 Jahren wieder am Arbeiten gehen, ist natürlich wieder. Aber ich es geschafft, dass ich wieder ins Berufsleben einsteige. Mhm. Die Chance hat mir eben der Heider Peter auch gegeben in Intersport und muss echt sagen, es passt mir gut. Okay, na, erzähl mal, wie das ist im Profibereich beim Training. Ja, bei mir ist es genau eigentlich umgekehrt. Der Schretti tritt jetzt ein bisschen zurück und bei mir geht es jetzt voll auf. Also, ja. Ich habe halt eigentlich mein ganzes Leben lang dreimal die Woche trainiert und ein bisschen gespielt halt. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir fast täglich zwei Einheiten. Ja. Ja, gut. Ist eigentlich die Anstrengung und die Belastung ist auch dementsprechend hoch. Mhm. Zwischen die Trainings wird eigentlich nur mehr regeneriert und gegessen und geruht eigentlich. Aber wie gesagt, der Körper stellt sich ein und mit ein paar Gewohnheiten, was man halt umstellt, unter anderem nicht mehr so oft unterwegs sein und ja. Die Freine muss ich auch noch den Ohr lassen, das ist auch wieder ein Thema. Das ist natürlich auch wichtig und ja, wie gesagt, mein Körper hat sich umgestellt, ich bin jetzt da voll rein und ja, so kann es weitergehen. Und Haut hin! Super. Gut, kommen wir zur Saison 2016-17 bei der WSG. Ganz eine blöde Frage, ich hoffe, die Wacker-Fans rügen mich jetzt nicht. Wie ist denn das, wenn man dreimal gegen den Wacker gewinnt? Ja, für mich. Nach einer Saison. Ja, ist natürlich ein absolutes Highlight. Mhm. Vor allem für mich, weil es immer mein Traum war, mal im Tivoli zu spielen gegen FC Wacker. Ja. Soll ich da jetzt gerade sagen? Diplomatische Antwort. Ja. Ich will da jetzt eigentlich gar nicht viel sagen. Es war natürlich dreimal ein Highlight. Ja. Das letzte Derby haben sie gewonnen. Das Spiel selber wird schon ein Highlight sein. Ja, absolut. Träger, wie du erzählt hast, war schon als Zuschauer, oder? Und jetzt Träger war ich Zuschauer. Und schauen die Kollegen zu und alles, oder? Das ist schon ein Wahnsinn, oder? Volles Haus. Ja, wie gesagt, Träger war ein Highlight Imst gegen Schönwies. Weiß ich noch, von 1500 Zuschauern in Imst. Das war damals schon. War auch nicht schlecht. Das war damals. Ist oft die bessere Stimmung, weil es ein kleines Ding ist. Der Hexenkessel, ein kleiner, ist oft die bessere Stimmung. Das stimmt schon. Aber war damals schon ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, für mich sind da Kindheitsträume in Erfüllung gegangen und ich habe das aufgesagt und solange ich es genießen darf bei Wartens, werde ich es genießen und schauen wir, wo der Weg hinführt. Super. Marcel, du hast einiges erreicht in deiner Karriere. Erzähl mal deine Erfolge auf, was du so gehabt hast. Also ja. Ich weiß, wir wissen jetzt, wo du gespielt hast. Nein, ich weiß nicht. Ich muss selber überlegen, jetzt warte ich. Regionalliga bin ich zweimal Meister geworden, eben mit Wartensee einmal. Dann zweite Liga bin ich zweimal Meister geworden, also viermal insgesamt. Auch die Aufstiege waren immer Wahnsinn. Also die waren immer echt ein Wahnsinn. Also die Fäden danach. Also, muss ich echt sagen, also das muss miterlebt werden, weil eben, es ist aber überall so. Also auch wenn unterklassig Meister wärst, feiern da schon wie ein Champions League-Sieger. Also von dem her, deswegen sage ich, also das ist wirklich total super. Und
einfach Master werden ist einfach etwas total Beschissenes. Mhm. Ja, dann bin ich auch einen Bruno gekriegt. Also, auf das bin ich total stolz, weil da bin ich bester Spieler in der zweiten Liga geworden und Torschützenkönig in der zweiten Liga. Mhm. Habe ich einen Bruno verliehen gekriegt und das kriegt nicht alle Boote, jeder einer. Und das muss ich echt sagen, auf das bin ich stolz, weil das wählen nicht die Fans, das wählen die Trainer und die Spieler, die gegnerischen. Und die haben eigentlich alle einstimmig mitgewählt. Und das war wirklich Fachkompetenz. Ganz genau, ja, muss ich echt sagen. Es war wirklich, auf das bin ich stolz. Der steht jetzt noch daheim in der Vitrine. Auf das bin ich total stolz. Und einmal habe ich die interne Krone Woll gewonnen. Und da habe ich so einen großen Pokal gekriegt. Die Krone Woll ist da immer jetzt mal. Und da bin ich von Innsbruck, bin ich glaube ich 10. geworden oder was, glaube ich. Insgesamt bin ich 10. geworden, aber für die Innsbrucker bin ich 1. geworden. Ja. Super. Wohl, das war echt eine lässige Zeit gewesen. Mhm, sicher. Das eine oder andere war vielleicht noch gegangen, aber das passt gut. Gibt es so etwas Spezielles, was du gesagt hast, das hat dich noch gar nicht gewonnen? Ich meine, klar, jeder will ja, Sieger werden, oder? Logisch. Das ist echt klar, aber das ist für mich Lichtmeilen weit entfernt. Für mich war noch vielleicht gut gewesen, in der österreichischen Bundesliga mal Meister werden. Das war vielleicht einmal ganz oben Meister werden, das war vielleicht einmal. Aber wie gesagt, wir waren eine gute Mannschaft, aber halt nicht so gut wie halt Salzburger Rapid und der Austria halt so weiter. Da waren wir halt dann technisch nicht so gut. Aber trotzdem haben wir gut mitgehalten in der Bundesliga. Das muss ich echt sagen. Ein negatives Ding habe ich rein, ein Abstieg habe ich rein. Okay, ja. Aber wie gesagt, ich bin dann bei Innsbruck geblieben und gesagt so, ich gehe nicht, viele sind gegangen, ich bin geblieben. Super. Und dann sind wir innerhalb von 2 Jahren wieder aufgestiegen. Super. Nationalmannschaft war nie ein Thema, oder? Wohl, bin ich viermal auf Abruf gewesen. Mhm. Viermal auf Abruf, habe ich mittrainiert und alles drum und dran, aber halt, ich habe es dann nie in Endeffekt einen Kader reingeschafft. Aber es ist schon lässig, wenn du viermal auf Abruf bist, mit den ganzen Stars, mit Konstantini. Konstantini, ja. Okay. War Tiroler, ist endlich einmal ein Tiroler. Hat ja lang gedauert, bis einmal ein Tiroler. Jetzt ist der Hinterseher gewesen und so weiter. Hat lang gedauert, bis einmal ein Tiroler wieder national. Was dann noch lässig für mich war, das muss ich noch dazu sagen, war in Bashing und das Spiel gegen die Red Bull Juniors. Wir haben müssen gewinnen, weil die Admira bis zur 71. Minute war die Admira Meister. Und in der 71. Minute habe ich noch das erste Tor gemacht und in der 88. das zweite Tor. Und das war das. Da waren 4000 Innsbrucker unten in Bashing im Stadion. Und super. Das Spiel werde ich nicht mehr vergessen. Das war einfach ein Wahnsinn. Das war unglaublich. Da haben sie durchgetrennt, die Fans. Und wie gesagt, die Fans muss ich leider größten Respekt sagen. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was die da aufgeführt haben zu meiner Zeit. Das war die nächste Frage gewesen. Wie wichtig sind die Fans bei einem Fußballspiel? Unglaublich. Also die Fans, ich habe immer so eine Hassliebe gehabt mit den Fans. Am Anfang, ja, wenn es nicht so mögen, dann ist es gegangen. Und dann zum Schluss eigentlich habe ich sie geliebt und sie mich auch. Und deswegen muss ich sagen, es war wirklich extrem geil. Sie haben ein riesen Plakat gemacht. Die Nordtribüne war voll, ein riesen Plakat gemacht. Gegen Sturm Graz war sie noch nicht zwei Tore geschossen, haben sie es aufgehängt. Keiner hat einen Meter gegen unseren Marcel Schretter. Das war schon, da bin ich schon da gestanden, Gänsehaut gekriegt. Das war schon echt ein geiles Gefühl. War schon echt ein geiles Gefühl. Ja. War schon cool. Die komplette Nordtribüne. Haben sie ein Foto gemacht, einer ist nicht daheim, haben wir vergrößern lassen, weil es war ein Wahnsinn. Das ist nicht allem. Super. Und das ist schon eine coole Zeit gewesen. Ja. Frage dich auch noch. Mit den Fans? Ja. Ich sage jetzt auch nichts Falsches. Ich war lange sein Fan, also mannschaftstechnisch. Ja, ins hat natürlich. Bin ich immer noch natürlich. Aber der Macko und seine Fangemeinde in Imst haben uns natürlich immer tatkräftig unterstützt bei den Spielen. Ja, ist wichtig. 12. Mann. Ist das wirklich so mit dem 12. Mann, kann man das sagen? Ja. Pusht das an schon noch, ne? Ja, ich habe es jetzt nicht so erleben dürfen wie der Macko. Wir sind in Wattens, wir sind ein familiärer Verein. Es wächst ein bisschen was, also es ist lässig. Wir haben jetzt auch, weil die Auswärtsspiele sind teilweise schon 30, 40, 50 Leute sind mitgefahren und nein, das pusht wirklich und vor allem, man will ja an die Fans was zurückgeben, man haut sich da wirklich rein und ja, wir geben es ihnen zurück und sie, denke ich, uns auch. Und das ist in Imst nicht anders da gewesen. Es sind jetzt auch viele, viele Kilometer in Tirol umherum gegeistert mit euren Autos und wie gesagt, haben wir alle Auswärtsspiele mitgemacht. Eben, ja, wie gesagt, es sind Höhen, es sind Tiefen, aber im Endeffekt tut man sich schon zusammen und. Es war immer Zeit, wenn er Kitzbühel angespielt hat in der Tiroler Liga, dann hast du wieder einen zweiten Franken kennengelernt. Leck mir mal, schon 2,5 Stunden. Ja. Kitzbühel ist zwar aufgestiegen, aber jetzt ist Meierhofen. Ja. Gibt's nichts mehr zum sagen. Danke, in dem Fall. Passt. Wie läuft es eigentlich in der Vorbereitung? Ja, wir sind seit letzter Woche sind wir wieder voll in der Vorbereitung. Mhm. Vorbereitungen klassisch. Anstrengend, aber vor der Vorbereitung, so wie man schön sagt, lebt man das ganze Jahr und deswegen finde ich das auch wichtig. Und wie gesagt, während der Saison kriegt man die Vorbereitungseinheiten kriegt man zurück. Von dem her, da muss jeder durch und es zieht jeder an einem Strang und super. Passt gut, ja. Tipptopp.
Hast du schon Vorbereitung oder hast du eine Pause? Nein, wir haben eine Pause. Also wir fangen erst. Tirol-Liga. Ja, Tirol-Liga hat ein bisschen länger Pause, ist geschehen. Das ist auch nicht schlecht. Oder? Nein, es passt gut. Es ist, wie gesagt, mir passt es gut und das geht auch weiter so. Jetzt haben wir Vorbereitung, haben wir dann auch in eineinhalb Wochen. Mhm. Und dann starten wir wieder voll durch mit der jungen, lässigen Truppen. Mhm. Es ist wirklich, muss ich echt sagen, es ist nach jedem Sieg sind wir eingegangen feiern. Es ist dann wieder super. Das Kleine, das was halt als Profi nicht so geht, wo du jetzt hergehst, wo du in die Kabine reingehst. Christian, ja sicher, das geht als Profi jetzt natürlich auch. Darf ich jetzt laut sagen, aber ja, sollte man natürlich nicht. Aber nein, es ist lässig, kriegst eigentlich Christian Bier trinken und dann mit den Kollegen zusammen hochen. Und eben daheim, ich bin 5 Minuten von da oben entfernt. Und das ist für mich schon ein Wahnsinn. Und das ist klar, wirklich, ja. Da kann ich fast zu Fuß gehen. Super. Und das ist schon ein Highlight, ja. Cool. Deswegen sage ich, das Auto kann man noch einmal stehen lassen, weißt du? Genau. Ich habe gehört, es spielt heuer in der Vorbereitung wieder gegen einen großen italienischen Club. Ja, genau. Das war? Wir spielen wie letztes Jahr in der Vorbereitung wieder gegen Inter Mailand. In Bruneck, absolutes Karriere-Highlight gegen Champions-Ligisten spielen. Mhm. Ja, wir werden wieder alles reinhauen und schauen mal, was ausschaut. Mhm. Und ja, wie gesagt, Inter Mailand, solche Gegner, wir haben jetzt auch am Freitag gegen Olympiakos Piräus gespielt. Mhm. Solche, gegen die Spieler, was man da spielt, das siehst du normalerweise nur im Fernsehen. Und deswegen sind solche Spiele einfach ein Highlight, auch wenn es unter Anführungszeichen nur Vorbereitungsspiele sind und nicht viel aussagen. Aber wie gesagt, wenn wir gegen Champions League teilnehmen, ja, unglaublich. Und die Atmosphäre, was da auch teilweise herrscht, gerade in Brunnenkunden, das so aufbaut, so Inter Mailand Camp, da sind wirklich 3.000, 4.000 Fans. Und ja. Geht's ab, oder? Geht's ab, ja. Gut, warten Sie in der ersten Bundesliga. Wie hoch zieht das an? Ja. Ist das ein Thema? Ich meine, wenn es soweit ist, war es wahrscheinlich sowieso ein Thema, ist eh klar. Ja, wenn es passieren sollte, dann glaube ich, sagt keiner nein, aber wir Spieler, wir reden da eigentlich nicht so viel, wir spielen in der zweiten Liga, wir geben dort alles und was zum Schluss rauskommt, das wird sich nachher weisen. Mhm. Solche Sachen kann man eigentlich schwer vorausplanen, wenn es passieren sollte. Gerade in dem Bereich nachher, oder? Weil das sind wir jetzt wirklich schon im Profitum, wo ich sage. Absolut, ja. Da ist schwierig. Das zu planen. Das ist halt, wenn es passieren sollte, herzlich gerne, aber wenn nicht, dann ist es, glaube ich, keiner besser. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Ich sehe sicher, jetzt nächstes Jahr wird es extrem schwierig, sage ich mal, weil die neue Ligareform ist und es sein mit Riet ist natürlich kein leichter Absteiger und die wollen unbedingt mit allen Mitteln wieder auf. Dann ist natürlich die Innsbrucker wollen unbedingt auf. Dann ist die Austria-Lustenau auch möchte unbedingt auf, wie von denen ich gehört. Eben von den kriegen noch ein bisschen was mit, da ist der Präsident, der sagt da entweder zweite Liga, entweder Bundesliga oder sie hausen komplett auf oder irgendwas. Und deswegen sage ich, da sind ein paar Vereine, die wählen das unbedingt und das wird sicher diesmal eine interessante Liga zum Zuschauen. Das wird echt interessant. Aber ich warte noch, sage ich mal so, ich glaube, dass die noch ein bisschen Zeit brauchen. Die etablieren sich in der Liga, das bin ich hundertprozentig sicher. Die brauchen noch ein bisschen Zeit, aber in der Tiana fällt das schon was ein. Ja, denke ich auch. Ja. Okay. Blake, sag jetzt, wie du schon erzählt hast, Wacker hat ja damals die Lizenz gekriegt vom WSG. War so. Heute ist man unmittelbar Konkurrent in der Liga. Habt ihr da was mitgekriegt? Wie sind da die Beziehungen? Ich meine, da wird man jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern können, dürfen, wie auch immer, aber ich glaube, unter die Vereine wird das eh passen. Ja, es ist so. Bei den Fans kriegt man es halt immer wieder mit, dass es halt eine Rivalität da ist. Ich habe halt nur gehört, dass mit dem Stadion, dass da eben Swarovski langes Stadion Kassen hat sollen, das wollten die Fans nicht und so. Ist alles drunter und drüber gewesen und dann haben sie in Papa eben vor der Tiana haben sie dann vergrault und so weiter. Und deswegen, ja, da ist es halt ein bisschen drunter und drüber gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da war, aber es ist halt ein bisschen eine Spannung, ist allem schon da gewesen, Wattens und Wacker. Natürlich, die Lizenz haben sie gekriegt von Wattens, das war natürlich super. Sonst war es gar nicht weitergegangen, glaube ich einmal. Und das finde ich auch wieder super. Deswegen da sieht man auch wieder, dass sie natürlich auch zusammenarbeiten können, die zwei Vereine. Das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt nur irgendein Hass ist oder was weiß ich. Ganz im Gegenteil, glaube ich, dass die ja sicher ziemlich zusammen. Das sind zwei Tiroler Vereine, die jetzt in der zweiten Liga sind. Ich sage, das Idealste war sowieso einer in der zweiten, einer in der ersten, einer in der zweiten. So, dass du da dass viele junge Spieler, so wie es ein Sandro ist oder sowas, rauskriegst. Das finde ich super. Aber wie gesagt, das müssen sie sich alles untereinander selber ausmachen. Sicher ist eine gewisse Spannung da, aber trotzdem ist so ein Spiel allem ein Highlight, weil es einfach ein bisschen eine Rivalität da ist und einfach noch ein bisschen zur Sache geht. Und deswegen finde ich das einfach super. Ja, das kann ich leider unterschreiben. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema nicht so richtig beschäftigt, weil ich halt echt eher im Unterhaus unterwegs war. Da kann der Maus, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen wie ich. Aber ja, wie gesagt,
Ist jetzt ja, kriegt man nichts mit unmittelbar, oder? Ja, ist ja ganz normal, dass bei einem Tiroler Derby, das ist ja, wenn du in die Bundesliga schaust, wenn Austria gegen Rapid spielst, dann trauen sie auch komplett durch. Super. Und ich, ein bisschen Rivalität, das gehört glaube ich dazu. Mhm. Wie gesagt, und sie sind Grenzen halten, wie sagst du? Ja. Sie sind Grenzen halten, ja. Mhm. Wir Spieler, wir beschäftigen uns da eigentlich nicht so. Wir spielen unser Spiel, wir sind top motiviert. Und was rundum um das Spiel passiert, das ist uns eigentlich wurscht. Ist eh gescheiter so, denke ich mal. Für das gibt es die Funktionäre und die. Gott, genau, die sollen das ausmachen. Ja. Wir Spieler haben eigentlich mit denen gar nichts am Hut, wir kriegen das auch nicht mit. Das ist eigentlich, es tut eher Schaden wahrscheinlich, oder? Wenn ich wollte gerade sagen, das tut eher Schaden. Das ist eher Schaden. Eben, kennen viele vom Wacker, die kennen sich untereinander und so weiter. Ich sage, solche Spiele habe ich gerne wegen, wenn ein bisschen Spannung da war, ein bisschen Reiz da war. Solche Spiele habe ich total gerne wegen und deswegen ist es sicher gut, auch wenn ein bisschen eine Spannung da ist. Denke ich auch. Und das leider so ein Derby war, ja, meine Güte, nachher, da hat die Zuschauer nicht gezogen, war so interessant und so weiter. Gut, was sagt ihr jetzt zum neuen System 2018-19 oder ist das jetzt 17-18 schon? 18-19 gleich. Ja, es wird jetzt gespielt und dann in der darauffolgenden neuen Saison ist dann das neue System. Ja. Ja, passt. Was sagt ihr dazu? Ist das gut für einen Fußball? Oder? Ich sage einmal, ich glaube, dass es sicher interessanter wird zum Zuschauen, weil mittlerweile hast du in der ersten Bundesliga, ich muss echt sagen, ich schaue eher die zweite Liga als die erste. Mhm. Weil, ja gut, jetzt durch den Gebi natürlich schaue ich natürlich die erste auch, weil Gebi jetzt in den Alltag raus und hat schon ein Tor geschossen, habe ich gehört. Gewaltig. ich nicht mehr gesagt, also der Bub schafft es. Und ja, taugt mir gut. Und deswegen, ja, ich glaube, dass die zweite Liga jetzt zur Zeit halt interessant. Ja gut, weil ich viele halt kenne und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, jetzt mit dem neuen System ist es einfach so, dass es einfach interessanter wird. Mit dem Playoff, mit dem. Es sind lauter neue Sachen. Ich glaube, dass es einfach interessanter wird zum Zuschauen. Ist es fair auch noch? Kann man das sagen? Weil wir haben jetzt mit dem Kollegen ein bisschen geredet gehabt drüber. Wenn du jetzt, hoffentlich sage ich jetzt das Falsche, gell? Aber wenn jetzt zum Beispiel Siebter wärst im Standard-Modus, hast du noch die Möglichkeit, dass du dann ins Playoff kommst, weil der erste von den letzten, wie viel haben wir, 16 Mannschaften, also von den letzten 8, hat da noch die Möglichkeit. Der Sechste nicht mehr, was ist das dann noch fair? Weißt, ich zieh das irgendwie, ja, das ist dann wieder ein bisschen eigen. Das kannst du dann wieder sehen, wie es ist. Das muss man jetzt ausprobieren, deswegen sage ich, das ist jetzt. Okay. Das ist jetzt zum Ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es läuft, wie es wird. Mhm. Ich bin echt extrem neugierig. Mhm. Bin echt gespannt, wie es läuft. Mhm. Uns unten in der Tiroler Liga betrifft es natürlich nicht. Da, wir können da noch oben ausschauen. Das andere schwer. Aber ich muss echt sagen, ich bin echt gespannt. Also es wird jetzt mal die zweite Liga sicher lässig, weil viele Vereine unbedingt aufsteigen wollen. Und deswegen wird es sehr, sehr interessant werden. Mhm. Ja, Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Mhm. Ich finde, man muss mal was Neues probieren, weil der hingegangen ist, das ist auch ein bisschen komisch, weil du spielst einfach viermal die Saison, spielst gegen den gleichen Gegner. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir sollen es auf uns zukommen lassen. Und ob es dann gut ist oder schlecht, das müssen andere Leute bewerten. Aber das neue System hat sich sicher eine Chance verdient und das ist jetzt einmal das Wichtigste. Ja. Ob es kompliziert ist oder nicht, das, ja. Lass sich sagen. Wir werden alle aufgeklärt werden. Und das waren wir sicher, ja. Wenn es dann soweit ist, ja. Dann schauen wir weiter. Passt. Jetzt frage ich zuerst dich, weil diese eher betrifft. Schaust du noch Spiele im Unterhaus an? Ja, ich bin eigentlich jede freie Minute. Ich höre vom Sterbe schon, das ist Nein, ich bin jede freie Minute, was ich irgendwie habe. Bin ich, glaube ich, am Fußballplatz in Imst. Mhm. Ich schaue mir einige Spiele in Imst dann, nicht nur zu Hause, fahre in Innsbruck und dorthin. Und ja, ich bin ein Fußballfanat durch und durch. Mhm. Ich habe viele Kollegen in Imst, schaue denen gerne auf die Füße. Und ja, du hast jetzt vielleicht durch deine Vergangenheit, weil du halt viel unten gespielt hast, auch ganz einen anderen Bezug. Auch, gell? Ja, wie gesagt. Weißt du, das bei Profi bei dir war früher, ist das damals auch so gewesen? Oder hast du die Zeit überhaupt gehabt? Oder? Wenn ich Zeit gehabt habe, bin ich fast allem mit Elster. Genau da drüben, ich bin ja am Stand bei der Seile. Bin ich am Zuschauen. Ja. Jedes Spiel, glaube ich, wo ich Zeit gehabt habe, bin ich zuschauen gegangen. Weil einfach, ja, ich bin in dem Verein auch gewachsen. Und ist der Bezug für mich, da ist einfach der Bezug da bei mir gewesen. Ja. Meine Buben spielen jetzt da und das ist dann, ja, es wird auch immer so bleiben. Da. In dem Verein wäre ja dann mein letztes Haus ergeben. Ja, noch. Okay. Bei mir ja auch eine Sendung sein, wo es sich um Sound dreht und so weiter. Gell? Was hocht denn das für einen Sound so privat? Boah, ich bin eigentlich quer durch, ich muss echt sagen, quer durch. Mir, wie gesagt, mir gefällt Rock, mir gefällt Pop, mir gefällt das. Wenn es gewisse gute Lieder sind, gefällt mir alles. Also bin ich da nicht. Ich hoch auch Schlager, wenn es ein gutes Lied ist. Ja. Also von dem her, ich bin jetzt da gar nicht wählerisch. Da sage ich jetzt, auf die Kategorie bin ich jetzt eingeschossen. Bin da quer durch. Also mir ist das wirklich so ein das Beste aus. Ein super Rocklied. Ich sage mir das Beste aus. Ich sage mir das Beste aus. Ja, ich bin da eigentlich auch wieder Marcel. Also, quer durch die Bank alles. Wenn einmal ein Schlager dabei ist, dann soll es ein Schlager sein.
Ja, und wir wollen noch ein bisschen Eis einsetzen, dann schlagen wir super. Schon, ja, ne? Ja, und sonst, wenn es einmal ein Rock ist, dann ist es ein Rock, aber ja. Grundsätzlich koche ich viel Rap und okay, so Eminem taugt mir ganz gut, aber okay, ja. Wie gesagt, quer durch die Bank, ich bin jetzt da nicht einer, der sagt, die Musikrichtung taugt mir überhaupt nicht. Es sind verschiedene Geschmäcker, soll jeder seinen Geschmack haben und ich bin da vielseitig unterwegs, muss ich sagen. Alles klar. Ich habe mit dem Federspiel Daniel ein Interview gemacht, der Radl-Weltmeister, kennst du vielleicht, du warst ihn logischerweise kennen, du kennst ihn sicher auch. Mhm. Dann habe ich gefragt, wie ist das mit dem Trainingssound? Weil man kennt ja so das, habe ich selber auch erlebt, wenn du irgendwie trainierst, hast du Rocky oder was, dann pusht es dich nochmal richtig her, oder? Ja. Er hat mir damals gesagt, so Rise Against ist sein nichts, was er halt so hoch, das ist so ein bisschen ein Gitarrensound, Punk-Sound, so ein bisschen in die Richtung. Gibt es sowas auch, oder? Ja, wir haben vor am Spiel, ist bei uns immer, ja, da kannst du in die Kabine fast nicht reingehen, da ist halt nur Gamma, voll nur Jim-Boom, nur fast ja, so richtig pushende Musik halt. Da wird nichts langsam gespielt, weil wir etwas langsam gespielt haben, dann hat es gleich, hey, was ist mit dir los? DJ, was ist mit dir? Ja, wir haben ja, hat jeder Verein, glaube ich, hat da einen Album, der selben dieses Ding auflegt. Und wenn du mal ein falsches Lied dabei ist, dann hast du ihn gleich auf der Latte. Ja. Rabattle, ja. Ja, das kann ich leider unterschreiben. Ich glaube, beim Feder ist es ein bisschen anders. Der hockt sich aufs Radl aus, schnallt sich die Kopfhörer rein und dann geht er ab, so wie man halt kennt. Und ja, wir können jetzt schwer Musikboxen beim Training aufs Spielfeld stellen. Aber ja, vor dem Spiel hat natürlich jede Mannschaft da, glaube ich, einen DJ. Der, was die Box bedient und ja, da kommen verschiedene Musikrichtungen daher. Wenn mir eine Musikrichtung nicht passt, nachher gehe ich halt und schnall mir selber meine Kopfhörer rein. Aber ein bisschen Musik gehört dazu, das ist ja auch ein bisschen eine motivierende Geschichte und ja, das ist schon wichtig. Ich geht eins in eins mit Sport, gell? Ganz genau, also. Ganz genau, so gehört dazu. Wir fällt mir jetzt gerade noch so ein. Ich habe das beim Football erlebt, da läuft das mit der Musik zwischendrin auch. Was ist das? Wartest du sicher schon mal Fußball zuschauen? Ja, freilich. Da ist ein Spielzug, nachher wird der Spielzug beendet. Dann ist die Musik. Kommt der Sound. Ja. Kann man sich sowas für Fußball auch vorstellen? Irgendwie? Naja, schwierig. Gerade jetzt durch die schwierig. Diskussion mit den 60 Minuten, was jetzt gerade laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Nein, noch nicht gehört. Ja, ja 60 Minuten. Spielzeit, nicht der Spielzeit. 60 Minuten? Nein, das soll nicht auflegen. Das soll uns lassen, die 90 Minuten und fertig. Weil es macht dich gerade attraktiv, wenn einer ein Spiel auf Zeit spielt und Ding und die Fans rufen rein und das. Genau das macht sie attraktiv. Sonst ist halt wer da pfeift, der oben, der oben. War wieder ganz anders. War wieder ganz besonders. Man nimmt den Reiz ein bisschen. Das gleiche wie eben, ich sag, Linienrichter da-mäßig, da Linienkamera und so weiter. Für das bin ich alles nicht. Ich bin einfach fürs Alte, weil einfach die Fehlentscheidungen gehören dazu. Ich meine, ich bin sicher auch ab und zu betroffen. Beim Comfort Cup haben sie ja ein Videobeweis. Ja, genau, das Videobeweis. Ja, wenn ich mitkriege. Ich bin auch. Ein bisschen eigen, gell? Ab und zu bin ich auch betroffen. Ist eigen. Ab und zu bin ich auch betroffen, wobei solche Dinge noch ärgern mich maßlos. Aber ich sag, von solchen Emotionen lebt der Sport, lebt der Fußballsport. Das ist einfach. Ja, viel verändern sollten sie nicht. Die ganzen Regelungen, was momentan diskutiert werden, da bin ich absolut kein Fan davon. Sollen sich ein bisschen an die Verbände sollen sich ein bisschen an die Basics konzentrieren und nicht da irgendwie wie beim Eishockey, dass nach jeder Unterbrechung, dass da die Uhr angekippt wird und dass gleich 60 Minuten gespielt wird. Oder bei einer Schiedsrichterbeleidigung werden Punkte abgezogen oder kriegst du einen Torabzug. Also das finde ich alles total sinnlos. Sollen sich ein bisschen an die Basics konzentrieren. Und weil ich finde, dass so der Fußball hingemacht wird. Der Fußball ist so erfunden worden und ist ein emotionaler Sport. Ist deswegen. Emotionaler Sport. Das darf Jahrzehnte man nicht nehmen. So entwickelt, ne? Genau, das ist halt einfach so, wie es ist. Wie gesagt hat, oder? Diverse Spielverzögerungen, einmal ein Schwalben. Das gehört dazu, die Fans brausen sich gegenseitig auf. Das ist Fußball, so wie er vor was ich, wie viel 100 Jahren gespielt worden ist. Und wieso soll man da jetzt großartig was ändern? Mhm. Okay, ja, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Wisst ihr noch Fußballwitz? Aber nicht den, was da steht, ich weiß, du hast ihn schon gelesen. Nein, der spiegelt ein bisschen. Nein, ich habe leider einen Fußballwitz. Okay. Leider, muss ich den vorlesen. Früher hat es einmal geheißen, die links außen und die Tormänner sind immer die, was weiß ich, aber ja. Ja, das kann ich nicht unterschreiben, weil ich selber links außen war, aber trotzdem. Ja, also, was sind Spaß, ich kann Fußballwitz, leider. Ja, dann erzähl ich ihn. Der Fußballer fragt den Schiedsrichter, wie heißt denn dein Hund? Ja, er sagt, ja, ich habe keinen Hund. Mal, das tut mir leid, blind und kein Hund. Ja, so geht's auch, ja. Ja, kann man unterschreiben, gell? Ja, nein, das ist schon. Gut, ja, willst du noch irgendwas loswerden? Fangen wir mit dem Sandro. Ja. Lieber gegessen oder? Ja, ich wünsche dir mit deinen Oberland Rocks, wünsche ich dir alles Gute. Danke, danke. Mach weiter so. Das ist eine lässige Geschichte, finde ich. Danke. Ich verfolge die Videos sehr. Taugt mir. Und ja, im Schritt wünsche ich nächstes Jahr alles Gute mit dem SV Delfs und uns selber wünsche ich auch wieder eine tolle Saison und super. Lassen wir es krachen. Danke dir. Super. Bitte, bitte. Ja, das unterschreibe ich jetzt. Also ich sage da mal
Danke Marco, dass ich dabei sein darf in deiner Sendung. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich werde mir das sicher jetzt ein paar Mal einziehen, die ganzen Sendungen, was du da machst. Und ich glaube, dass es sicher nicht schlecht ist, dass es eine lässige Sache ist, was du da machst. Und ja, und Sandro, dir wünsche ich natürlich alles Gute, aber brauche ich fast nicht, weil es ist wirklich bei euch und läuft es. Wird sicher auch mal tief kommen, aber ich meine, das gehört dazu. Aber ja, die zweite Saison ist zwar immer schwieriger, sagt man, aber mit eurer Truppen, mit eurer Ehrgeiz und mit eurem Umfeld unten, was habt ihr, sehe ich da gar keine Probleme. Super, vielen Dank, Henk, von meiner Seite aus. War echt lässiges Interview. Bitte, bitte. Ja, Leute, das war die 10. Folge Overland Rocks. Kleines Jubiläum für uns. Ein halbes Jahr sind wir jetzt online. Danke für die riesen Unterstützung von euch und ja, es läuft bei uns auch ein bisschen. Gut, dann bleibt mir einmal eins zu sagen. Overland Rocks!